Wir haben heute die Ehre und das Vergnügen, den größten talentvollen Rennfahrer aller Zeiten zu empfangen, Michael Schumacher. Le titre de citoyen d'honneur de notre ville, le plus haut diplôme vous est remis ce jour en témoignage de cette distinction. Die schönste Ehre, die wird mir gerade eben hier zuteil, eben zum Ehrenbürger ernannt zu werden. Und das ist was ganz Besonderes. Vor allem, wenn man bedenkt, was alles hier schon passiert ist, im positiven Sinne, welche schönen Erinnerungen ich eben an Spa habe. Michael is a legend. Formel 1 Weltmeister Michael Schumacher. When he arrived at the racetrack, Michael Schumacher. Schumacher put his race suit on. It was like a Superman suit. Klappe die zweite. Es ist für mich natürlich mein persönliches Wohnzimmer, in dem ich mich besonders wohlfühle und an das ich besonders viele schöne, interessante Erinnerungen habe. Es war das Rennen Großer Preis von Belgien in Spa, die schwierigste Strecke überhaupt. Und Schumachers Hintermänner, sein Manager Willi Weber, der damalige Mercedes Junior-Teamchef Jochen Nerpasch, Peter Sauber, haben das Geld dafür eingesammelt, dass er für dieses eine Rennen in den Jordan könnte. Und der Jordan hat gesagt, die Strecke ist so gefährlich, ist er die denn schon gefahren? Und dann hat man gesagt und hat auch Michael Schumacher sagen lassen, ja, ich kenne die Strecke, ich wohne ja nicht weit weg, ich bin sie schon gefahren. Das war die Lüge. Wie gut kennen Sie die Strecke von Spa? Ja, am Donnerstag hatte ich die Möglichkeit, eine Runde mit dem Fahrrad über die Strecke zu fahren. Das war alles. Michael Schumacher ist die Strecke dann wirklich einmal gefahren, und zwar auf einem Fahrrad. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, in Spa angekommen zu sein. Dann die Runde mit dem Fahrrad in Spa, um mal die Strecke überhaupt zu sehen und kennenzulernen. Spa 91. Das ist das Fahrrad. Das hatte Michael ein Vierteljahr vorher bei einem 24-Stunden-Rennen von Le Mans geschenkt bekommen von Mercedes, damit er sich leichter in diesem riesigen Fahrerlager von A nach B bewegen kann. Hat es dann immer mitgenommen zu den Rennstrecken. Und wann immer er an eine Rennstrecke kam, die er noch nicht kannte, fuhr er sie mit diesem Fahrrad ab und dann kannte er sie. Und ich finde das ein unglaubliches Talent. Die Zufälligkeit bestand darin, dass Bertrand Gachot, der Stammfahrer von Jordan, dann irgendwie Ärger hatte mit dem Londoner Taxifahrer. Der hat ihn dann, glaube ich, mit Reizgas da besprüht und musste dann erst einmal in Untersuchungshaft, später ins Gefängnis. Dadurch wurde ein Platz frei und dann musste man aber auch noch Geld zahlen. Der Peter Sauber hat 150.000 Pfund, glaube ich, vorgestreckt. Mercedes hat dafür gebürgt, für das Geld. Ich möchte nur das sagen, das Auto war super, super schnell. Das Auto war unglaublich und ich wusste, ich kenne Spa sehr gut. Ich wusste auch Spa, da sind wir schneller als alle anderen Autos. Aber leider musste ich im Gericht gehen, eine Woche bevor das Rennen. Und die haben mich direkt im Gefängnis gemacht. Als ich auf der Straße war, habe ich mich mit einem Taxi gestritten.
Und ich habe ihm mit Tränengas, als er meine Tür geöffnet hat, er hat mir gesagt, ich werde dich jetzt killen, I'm gonna kill you. Und dann habe ich das benutzt. Und was ich nicht wusste, es ist in England verboten. Und ich konnte es nicht glauben, keiner konnte es glauben. Dann war ich im Gefängnis und der Jordan-Team brauchte einen Fahrer. Und Michael war genommen. Gut, ich glaube, wenn man den Rennsport betreibt, dann hat, glaube ich, jeder den gleichen Traum, irgendwann einmal in der Formel 1 zu sitzen. Das ist mein Traum auch. Ich glaube ans Schicksal. Als dann in Spa 1991 bei Jordan ein Platz frei wurde, haben wir uns mit Jordan in Verbindung gesetzt und haben Michael als Leihfahrer bei Jordan eingekauft. Da wurde noch ein Betrag zugesichert, dass Michael da in Spa dann fahren konnte. Eddie brauchte Geld und Michael hatte, oder er brauchte Geld und Michael hatte das Support von Mercedes und Eddie Jordan wollte das unbedingt haben. Man muss auch das Glück haben, zur richtigen Zeit eben die richtigen Leute kennenzulernen. So, ob es sei es Sponsoren oder sei es damals Mercedes oder die dann so jungen Fahrern eben das ermöglichen und sagen, ja, wir glauben an dich und wir unterstützen dich. Der Michael Schumacher ist ja Sportwagenrennen gefahren. Die Sportwagen-WM fand auch in Spa statt, aber er ist komischerweise da nie gefahren vorher. Das Team wusste ja auch nicht. Die waren natürlich der Meinung, dass der Kenntnisse hat von der Rennstrecke. Und der Chefkonstrukteur Gary Anderson hat mir mal im Nachhinein gesagt, wenn der uns gesagt hätte, dass er die Strecke nicht kennt, hätten wir den nie genommen. Ich kann mich noch erinnern, erst noch mit Eddie Jordan wichtige Vertragsdetails zu klären, bevor ich überhaupt mal sicher war, dass ich fahren durfte und konnte. Und anschließend ging es dann auch schon los mit dem Formel-1-Auto. Und da war ich dann positiv überrascht, wie im Verhältnis mir das doch relativ einfach gefallen ist, mit dem Auto klarzukommen. Ich hatte eine Testfahrt vorher gehabt in Silverstone. Und in Spa ging es dann wirklich zur Sache. Und da war auch dann natürlich ein Vergleich da, wo man sich messen konnte. Und da war ich natürlich absolut begeistert, dass es mir möglich war, auf Anhieb doch da mitfahren zu können. Ja, lass mal so sagen, ich bin am Anfang meiner Träume. Ja. Ich bin jetzt mal in der Formel 1, aber deswegen heißt ja nicht, dass man da kontinuierlich drin bleibt. Man muss halt immer wieder beweisen, wie gut oder wie schlecht man ist. Michael Schumacher fuhr gleich vorne rein und scherte sich auch nicht drum, dass da ein Zenner dabei war. Im Endeffekt war Schumacher eigentlich von Anfang an einer, wo man sofort gesagt hat, wenn der jetzt im richtigen Team landet, dann wird das eine ganz große Karriere. Das ist natürlich immer der Fall, wenn man gerade im ersten Grand Prix ist und man trumpft gleich so auf, dann wird man schnell hochgehoben. Aber ich glaube, das schon realistisch zu sein. Wenn man es auch genauso schnell wie man da oben ist, ist man auch wieder unten. Und deswegen sehe ich das schon alles ein bisschen realistisch. Ich finde das schön, wenn man mich so hochlobt, aber ich finde, man sollte nicht übertreiben, man sollte alles auf dem Teppich halten und dann ist es okay. Über Nacht war in Deutschland ein Star geboren. Deutschland hatte sehnsüchtig auf einen Formel-1-Fahrer gewartet, der mal mit der Spitze mithalten kann. Und Bild am Sonntag hatte so große Balkenüberschriften auf der ersten Seite. Und ich denke, dass 50% der Deutschen dann vorm Fernseher saß und wollte Michael Schumachers erstes Formel-1-Rennen sehen. Ich auch. Ich saß damals mit Vater Schumacher zusammen vorm Fernseher. Aber was Michael angeht, kriegten wir nicht viel zu sehen. Direkt am Start riss die Antriebswelle. Das Auto rollte 400-500 Meter und das war es dann auch schon gewesen. So was kann das Ende einer Karriere sein, weil Glück gehört dazu. Aber im Falle von Michael
war die Leistung, die er im Zeittraining gezeigt hatte, so dramatisch gut, dass sich Bernie Eccleston selber, Mr. Formel 1, mit darum gekümmert hat, dass Michael im nächsten Rennen schon in dem Auto saß, das Sie da vor sich sehen, im Benetton Ford. Die Formel 1-Welt war total überrascht, dass Michael Schumacher auf Anhieb so schnelle Zeiten fahren konnte. So fing eigentlich die Karriere an. Und es war für uns alle ein Aufbruch in eine neue Zeit. Sonntag, 30. August 1992. Was für ein Rennen! Jetzt ist er auf dem Weg zum Ziel. Michael Schumacher im Benetton Ford Park. Noch einmal anbremsen, die Schikane. Runterschalten in den zweiten Gang. Raufbeschleunigen. Komm, Junge, dritter Gang. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt kommt er ins Ziel. Michael Schumacher gewinnt den großen Preis von Belgien. Ein Jahr nach seinem Formel-1-Debüt in Spa-Francorchamps gewinnt Michael Schumacher an selber Stelle seinen ersten Grand Prix. Ja, Michael war jemand, der sich immer sehr gut auf Rennstrecken, auf die Situation einstellen konnte. Das heißt also, wir haben, ich sage ja, im Kartsport haben wir viel getestet, aber es war nicht immer einfach mit ihm, weil er fuhr immer schnell. Und wenn man sagte, du, wieso? Sagte, ja, muss man halt, wenn das Setup ein bisschen anders ist, muss man ein bisschen anders fahren, geht das auch. Also, war einfach irgendwie ein Talent und er hatte das einfach. Ja, er konnte immer mit vielen, auch mit unmöglichen Situationen umgehen und hat immer das Beste daraus gemacht. Und deswegen war mir klar, sobald er in seinem Auto sitzt, werden sich alle umgucken. Und da hatte Michael Schumacher heute genau den richtigen Riecher. Beim großen Preis von Belgien nämlich. Schneller als sein Rivale Mansell war er nach dem Regen wieder auf den sogenannten Slicks, den Trockenreifen, unterwegs und zog an allen vorbei. Und das war die Sensation in der Formel 1. Bei meinen ersten Rennen war es so, dass ich freie Tage dafür nehmen musste, weil die Orte klangen ja auch wie Urlaub. Monaco, Kanada, Japan. Die Formel 1 war eine Randsportart. Männer, die im Kreis fahren, Männer, die vielleicht Todessehnsucht haben. Man kannte Stuck, man kannte Maas, man kannte schon nicht mehr Grafberge von Trips. Das hat sich sehr schnell verändert. Der Chefredakteur, der die Reiseabrechnung zuerst nicht genehmigen wollte, stand von da an alle zwei Wochen sonntags in der Redaktion und wollte über Boxenstrategien und Unterböden diskutieren. Generell war es so, dass Formel 1 plötzlich auf den Titelseiten, in den Sportteilen und in den Gesprächen der Menschen den Fußball nicht verdrängt hat, aber zumindest gleichwertig war und manchmal auch das Thema Nummer 1 war. Zum Schluss des Wochenspiegels zu einem Mann, der es mit seiner Gabe und mit viel Technik geschafft hat, schnellstens Kurse auf der ganzen Welt zu umrunden. Und dann plötzlich kriegte ich mit, da ist ein junger Bursche, der in die Formel 1 kommt und auch schnell sich da seine Meriten verdient hat. Nach dem zweiten, dritten Rennen, wo er ja schon gewechselt ist zu Benetton von Jordan, war ich dann bei ihm nicht zu Hause, aber doch zu Hause in Kerpen. In dem Wirtshaus der Kerpener Rennbahn. Und habe mein erstes Interview mit ihm geführt. Also die ersten Interviews, die ich so von ihm gesehen habe, die wir auch geführt haben, die waren dann schon noch ziemlich mit dem rheinischen Singsang versehen. Und ich bin der Michael und so. Und das später wurde das alles
perfekter, Hochdeutscher, aber auch sein Englisch wurde richtig gut. Aufgefallen ist mir als allererstes dieses lange Kinn. Du gehst da rein und da sitzt einer, der hat so ein Kinn. Völlig schüchtern, wo ich ihm angemerkt habe, der hat vor meinen Fragen wahrscheinlich mehr Angst wie vor jedem Limit in der schnellsten Kurve und von der Herausforderung der Formel 1. Michael Schumacher wollte ja eigentlich nur Rennen fahren. Das ganze andere hat ihn ja nicht interessiert. Er hat sich um das Drumherum nie gekümmert. Und da hat er mit dem Willi einen gehabt. Das Weber-Management, die Schaltzentrale hinter Deutschlands Formel 1 Aushängeschild. Ja, das war so, würde man sagen, so ein Typ Gebrauchtwagenhändler wie Bernie Ecclestone. Ja, das war auch keine Ahnung von der Formel 1, aber er hat sich da unheimlich schnell reingefuchst, hat gute Verträge gemacht und er hat einfach in diese Szene gepasst und hat dem Michael alles abgenommen. Willi Weber, guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Ihre Anfänge, also Ihre gemeinsamen Anfänge, beinahe folkloristisch waren, also dass Sie in Jugendherbergen übernachtet haben? Ja, das ist in der Tat so. Damals hat Jordan vergessen, ein Hotelzimmer zu buchen. Ganz Spar war ausgebucht und uns blieb einfach nur noch eine Jugendherberge. Die haben uns dann geteilt, ich glaube mit 7 Mäusen und ein paar Kakerlaken. Und, aber es wäre mir egal gewesen. Ich hätte vermutlich und er auch im Schrank geschlafen, denn wir waren so aufgeregt und es war alles so sensationell und hat alles so gepasst und wir waren da, wo wir hin wollten. Nicht nur, dass Sie im Lande jetzt ein wenig umstritten sind als Rennfahrer, sondern auch bei den Sponsoren. Und die ersten haben schon gesagt, dass der Michael Schumacher für Sie, wenn man den Zeitungen glaubt, passé ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe selber noch mit denen gesprochen. Das ist mit Sicherheit nicht so. Also da kann ich mir vorstellen, gibt es Reporter, die sich in der Luft zerpflücken. Die sagen, Moment, also ich habe hier... Training einer ganz anderen Art. Der scheinbare Fernsehmoderator ist in Wirklichkeit ein Sprechberater, der den zukünftigen Rennsportstar mediengerecht stylt. Was fällt dir an deiner Handhaltung auf? Ja, die Hände, die sollen nicht zusammen sein. Das sieht aus, als wenn ich beten würde. Ja, ne? Sieht ja ein bisschen aus so, als wenn wir ein Gespräch über die Bibel führen würden. Das war dann schon diese Generation Rennfahrer, die hatte ja kein Geschichtsbewusstsein mehr. Ich kann mich noch erinnern, mal John Watson hat mal gesagt, als ich in die Formel 1 gekommen bin, ich bin erst mal von dieser Größe dieses Sports erschlagen worden. Ich wusste noch, wer Fangio war. Ich habe das in Büchern gelesen oder wer Jim Clark war. Der Schumacher hatte keine Ahnung, wer Fangio oder Jim Clark ist. Der ist da reingekommen, hat sich gedacht, das ist ein großes Kart. Ich war im Kart schnell, warum soll ich da nicht schnell sein? Also für Michael Schumacher, der hatte diese historische Last, hatte der gar nicht. Deswegen war der einfach frech und hat gesagt, ich kann das genauso gut wie die anderen. Der erste Moment, an den ich mich erinnere, wenn man von einer Begebenheit ausgeht, dann wirklich das Debüt in Spa, wo er frech gefahren ist, als wäre er da schon immer dabei, wo er im Qualifying dem Prost mit der Faust droht, weil er ihm im Weg rumsteht, der ja damals immerhin auch schon ein paar Mal Weltmeister war. Also das war das erste Mal, der erste Moment, an den ich mich erinnere. Mehrere hundert Motorsportfans aus Schumachers Heimatstadt Kärnten hatten sich in der Aula des Gymnasiums versammelt, um die Entscheidung vor dem Fernseher mitzuerleben. Michael Schumacher auf Benetton Ford kam am besten vom Start und ging sofort in Führung. Es gelang ihm allerdings nicht, seinen Verfolger und Titelkonkurrenten Damon Hill, Williams Renault, abzuschütteln. Die Entscheidung fiel nach 36 von 81 Runden. Fehler von Schumacher, der sich verbremst. Hill erkennt die Chance, durchzuschlüpfen. Verzweifelt versucht der Deutsche, seine führende Position zu verteidigen und auf die Ideallinie zurückzusteuern.
Schumacher gibt an, dass beim Touchieren der Mauer seine Lenkung beschädigt wurde und er nicht mehr die volle Kontrolle über das Fahrzeug hatte. Beide Fahrer damit aus dem Rennen und Michael Schumacher reicht der Vorsprung von einem Weltmeisterschaftspunkt, den er mit nach Australien gebracht hat, zum Gewinn des Weltmeistertitels. Vor einem frustrierten Damon Hill. Michael Schumacher ist der erste deutsche Weltmeister der Formel 1. In nur 4 Jahren ist aus dem Kfz-Mechaniker aus Kerpen der beste Rennfahrer der Welt geworden. Michael Schumacher heißt der neue Weltmeister, der erste Deutsche in 45 Jahren Formel 1-Geschichte. Er ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Schumacher! Der war schon im Sportwagen eine Kanone, muss man wirklich sagen. Und da hat man schon gesehen, also wenn der mal eine Chance kriegt in der Formel 1, das wird ein guter. Und dann ist die ganze Geschichte in der Formel 1 hat sich geändert. Herr Schumacher, wenn Sie ein bisschen das Gewicht aufs andere Bein verlagern, aber nicht so hula hoop, sondern weiterhin gerade mit dem Oberkörper. Okay. Und los. Jetzt wandere ich. Noch mehr. Noch mehr gerade. Michael Schumacher, eine der meist fotografierten Persönlichkeiten auf diesem Planeten. Besonders jetzt natürlich nach dem Gewinn des Titels. Er hat sich wirklich von diesem Jungen aus Kerpen, der irgendwie ja, mit seinem eigenen Talent, mit seinem eigenen Biss, mit seiner Giftigkeit, mit seiner Galligkeit sich aus einfachen Verhältnissen zu, wie soll ich sagen, dem ersten deutschen Sportler, der wirklich irgendwie wahnsinnige Gelder verdient hat, entwickelt hat. Das war beeindruckend, das zu sehen. Also er hat sich aber trotzdem, zumindest meine Beobachtung, nicht verloren. Also er ist nicht, es gab keine Phase, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt driftet er ab. Das Spa war was ganz Besonderes. Das ist, ich glaube, man muss sich die Rundenzeiten angucken. Der Michael Schumacher war da in einer anderen Welt. Der konnte über Wasser gehen bei diesem Rennen. In der Tat, der ist eine eigene Liga gefahren. Ich hätte geschworen, dass der was Besonderes im Auto haben muss. Das war aber nicht der Fall. Das Besondere im Auto saß im Auto, und zwar zwischen Lenkrad und Motor, und hieß Michael. My understanding of where the limit was maybe more in line with the rest of the drivers. Der muss nicht kollidieren mit dem David. Der hätte zurückstecken können, aber welcher Rennfahrer steckt zurück? Er hat ihn nicht gesehen und ist kollidiert mit dem. He could be very ruthless, he could be cold, he could be distant. I think that's probably what at that level you need to have to be that successful. Und das war ja auch die berühmte Szene, wo er dann die Boxenstraße runterstürmte, was ganz selten in seiner Karriere passiert ist. Mein David ist normalerweise ein vernünftiger Fahrer, deswegen verstehe ich die Aktion jetzt überhaupt nicht. You know, Michael thought this was part of a conspiracy to try and help my teammate Mika. It was simply an accident. It was just one of those things. Reaction afterwards. Ich kann ihn nicht verstehen. Er hat mich verdammt nochmal beschuldigt, ihn umbringen zu wollen. Und das muss er doch irgendwie zurücknehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Has some regret over his comments. Wenn ich ganz freundlich bin, dann war es 50-50. Und wenn ich realistisch bin, dann war es 95-5. Michael Schumacher, weil es gar keinen Grund gab, in diesem Tempo weiter unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, ob er alle zweimal überrunden wollte, aber so war er irgendwie unterwegs. I would not be being honest to you if that in acknowledging how great a driver he was,
that there were some downsides in my point of view of Michael's really, you know, win at all costs, if you like, approach on the racetrack. Ihr stand die ganze Zeit hinter mir, ihr habt mir die Daumen gedrückt und ihr habt einen ganz, ganz großen Anteil an dieser Weltmeisterschaft. Und dafür danke ich euch. Wirklich. Vorwürfe, er habe den Weltmeistertitel im letzten Rennen mit unlauteren Mitteln gewonnen, wies er zurück. Ich weiß nicht, warum da jetzt wieder etwas aufgekocht wird. Ich weiß nicht, wie weit das letztendlich gehen wird, aber das werden wir dann ganz einfach abwarten müssen. Das war auch für ihn unglaublich schwer. Hat teilweise Monate gedauert, Jahre gedauert, bis er dann mal zugegeben hat oder sich vielleicht auch selber eingestanden hat. Da habe ich mich eigentlich nicht richtig verhalten, auch als Rennfahrer auf der Strecke. Die Skandale, die muss man auch nicht wegreden. Ne? Also Benetton hat betrogen. Er selber hat auch nicht immer alles sauber gemacht, sondern da ging es ihm halt um den Erfolg. Das ist ähnlich wie bei Max Verstappen heutzutage. Es ist eigentlich fast alles richtig, was ich mache, um hinterher erfolgreich zu sein. Es gab ja so ein paar Vorfälle, wo dann der Name Schummelschumi kam. Ich mach mal so. Der stammt von mir. Auch Schumi blieb bekanntlich von Betrugsvorwürfen und Rennsperren nicht verschont. 94 verbotene Traktionskontrolle. 1 Millimeter zu kurze Bodenplatte in Spa. Schwarze Flagge übersehen, wo er einfach weitergefahren ist. Und trotzdem wurde er Weltmeister. Heute ist er trotz allem der Champion. Und dann saßen wir früh in der Konferenz und sagen, ja, das ist doch alles nicht rechtens mit dem Auto und so weiter. Und dann habe ich eingeworfen, eine gute Zeile wäre doch einfach Schummelschummi. Der hat ihn unheimlich gestört, ja. Und zwar deswegen, weil er ja nichts dafür konnte. Ich meine, was sie bei Benetton getrieben haben, einige Sachen sind nachgewiesen worden, andere nie. Also zum Beispiel diese sogenannte Launch Control, also mehr oder weniger Startautomatik, ist in Teilen nachgewiesen worden. Aber man konnte also juristisch nie irgendwas Belastbares finden. War nicht seine Schuld. Der wusste gar nicht, was da passiert im Auto. Ne? Es waren natürlich die Ingenieure, die eben, und das war damals Ross Brawn, Rory Byrne, Tom Walkinshaw, die haben immer am Limit operiert. Immer. Manchmal ein bisschen drüber und wenn sie halt drüber, haben sie einen auf die Finger gekriegt, dann sind sie wieder einen Schritt zurückgegangen. Das war so üblich im Motorsport und ist teilweise auch heute noch so. Red Bull ist da so ein bisschen ein Abziehbild. Ich glaube aber, wenn man Fan ist, dann steht man trotzdem hinter ihm. Und ich glaube auch, man muss manchmal egoistisch sein in dem Sport, sonst kommt man gar nicht weiter. Heute Abend werde ich mich volllaufen lassen, meinte Michael Schumacher heute früh, nachdem er beim großen Pazifikrennen in Japan als erster die Ziellinie überfahren hatte und damit auch in diesem Jahr Weltmeister in der Formel 1 ist. Denn er hat jetzt mit 92 Punkten einen Vorsprung von 33, sodass ihn keiner mehr einholen kann. Und da waren die Fans in Kerpen bei Köln, wo Schumacher herstammt, heute natürlich kaum noch zu bändigen. Jede Runde und vor allem jeden Vorsprung Schumachers verfolgten die Fans lautstark. Und die Schumanie hat sich gelohnt. Kerpens prominentester Bürger konnte als zweifacher Weltmeister bejubelt werden. Das war echt der Gipfel, die Rennen dieses Jahr. Spa, Nürburgring, tolle Leistung. Toll. Haben wir erwartet, sonst wären wir nicht hier. Schöner wie Karneval in Köln. Um spätestens kurz nach 8 in aller Frühe wusste wohl jeder in Kerpen, wie der neue Weltmeister heißt. Ein Autokorso durch die Stadt, das waren die wahren Fans ihrem Rennstar einfach schuldig. Schließlich ist Schumacher der jüngste Fahrer in der Geschichte der Formel 1, der seinen WM-Titel verteidigt hat. Dafür bin ich da. Ich bin, glaube ich, für die, die mich kennen, ein Siegercharakter und das ist das, was für mich im Vordergrund steht. Dass der Weg manchmal ein bisschen steinig ist, das nehme ich in Kauf. Thank you.
the fan of Schumacher are more noisy, in the good sense of the thing. And more the atmosphere is not the same. It's different. Als er zum ersten Mal hier war bei Ihnen? Na ja, ich merke, das ist sehr, sehr jung, sehr jung, sehr jung. Die in Camping, die Frankopolis, kommen mit dem Velo hier. Mit dem Fahrrad? Ja, mal ja, extraordinär. Champion, das ist besser, besser. Immer, immer, immer gut. Der erste Mann, der erste Mann. When I was young, people, it's my idols. It's, I think Michael is the best driver I have known. Michael Schumacher, it's an icon. It's something special for everybody. Michael is it's a dream. Ferrari, grande Schumacher! Es geht ums Können und ums Wollen. Der Mann des Tages war mal wieder Michael Schumacher. Es gibt gar keine Entsprechung in unserer Welt, die dann darstellen kann, was Ferrari in Italien bedeutet. The numbers will speak for themselves. Ein Rechtsanwalt hat sich gemeldet und bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet wegen des Verdachts des Mordes, Mordversuchs. Krass.